Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder mit einem Unboxing. Ich würde direkt sagen, komm in die Gruppe oder in den Garten. Damit auch schon die Überleitung zum Schuh. Denn heute haben wir das Unboxing mit dem Nike Dunk Low Community Garden. Genau, Colorway ist Multicolor Lemon Wash. Ich habe es einmal ganz kurz abgelesen hier. Und let's go, lass uns die Box aufmachen. So, einmal kurz warten. Da ist das gute Stück, Community Garden. Warum heißt der Schuh Community Garden? Und zwar besteht der Schuh komplett aus einem Canvas Upper und das Canvas Upper ist mit so einem Tie-Dye versehen. Jeder Schuh hat verschiedene Patches bzw. verschiedene Tie-Dye-Elemente und jeder Schuh ist anders. Das heißt, es gibt keine zwei Paar, die gleich aussehen. Genau, finde ich mega nice und so hebt man sich auch ein bisschen ab und ist aber auch gleichzeitig zusammen im Community Garden. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem, was den Schuh ausmacht. Wie gesagt, die Schuhe, es kommen keine gleichen Schuhe, deswegen kann es sein, dass ich euch jetzt hier was erzähle von den Farben her oder vom Muster und das sieht ein bisschen anders aus bei einem anderen Schuh. Okay, wir haben einmal komplett, wie gesagt, Canvas Upper. Hier vorne Tie-Dye, das ist so floral. In so einem ja, grünen Alge, dann haben wir einmal hier in so einem Plum, in so einer Pflaumenfarbe, die Toebox, auch Canvas. Wir haben das Side Panel, was unter dem Swoosh ist, auch nochmal in so einem floral Tie-Dye. Da sind auch nochmal dann diese Blumen, wo ich gerade sehe, dieses Blumenmuster ist auch komplett immer über den kompletten Schuh. Dann haben wir wieder so ein bisschen diese Plumfarben, auch mit Tie-Dye von dem Schaft hier oben bis einmal herumgestreckt über die Heel. Das ist das Multicolor, das haben wir auch nochmal in. Und Lemon Wash ist das, was wir einmal auf den Laces finden, am Swoosh. Der Swoosh ist aus so einem Rubber übrigens, das ist jetzt kein Canvas, das ist aus so einem Rubber. Und die Heel ist auch aus einem Rubber. Ich weiß oder meine zumindest glauben zu wissen, dass der Schuh auch aus dem Nike Recycling Move to Zero Programm entsprungen ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall recycelte Materialien, was einmal dieses Rubber ist und kommen wir zur Außensohle direkt, was auch an der Außensohle zu finden ist. Genau. Wir haben noch hier auf der Zunge noch mal ganz kurz zum Obermaterial vom Schuh auch noch mal Canvas und das Nike Logo dann in so einem ja Bordeaux Rot würde ich sagen und das Nike gestitcht auf der Heel. Back zur Midsole und zwar bei der Midsole haben wir einmal, das ist nicht ganz weiß, das ist ein bisschen Off-White, eine typische Dunk Midsole und darunter dann dieses Move to Zero Outsole, das ist dann auch recycelten Materialien und dadurch entstehen auch dann diese Pünktchen, ja, diese Pünktchen in der Midsole oder Außensohle besser gesagt. Der Release findet bei uns am 10. September statt und zwar via Raffle, also der Schuh ist nur via Raffle zu ergattern und der Raffle-Link wird auf jeden Fall hier in der YouTube-Infobox zu finden sein. Kostet 99,95 meine ich und ich denke, beziehungsweise ich weiß, dass der Ansturm sehr, sehr groß sein wird. Aber nennt mir mal einen Dunk bitte, wo der Ansturm nicht gerade groß ist. Egal ob SB oder normal. Das ist übrigens ein normaler Dunk, nicht zu verwechseln mit den SBs mit der dicken Zunge, falls ihr noch nicht so lange im Dunk-Game seid. Damit würde ich schon sagen, sind wir fertig und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao. Yo guys, what's up? Welcome to another unboxing, this time with the Nike Dunk Low Community Garden. Yeah, why Community Garden? The Community Garden is a garden where a lot of different things going on. So, and this is why a lot of different things going on this sneaker. As you can see, the sneaker is completely out of canvas with different patterns. And there's no shoe or no shoes are the same because the patterns are always different to each pair. So I would say let's begin in the front. So we have this tie-dye canvas on the mud guard. It's like
dark green and a light green with some flower applications, but the flowers are printed and the flowers are all over the complete shoe. We have this plum colorway, also canvas on the toe box, and a multicolor tie-dye canvas under the swoosh. The swoosh is out of rubber. I think it's a recycled rubber on the swoosh and recycled rubber on the heel. On the heel you have the, I would say it's like dark or a burgundy red Nike stitching on the heel and stitching on the tongue as well. So back to the heel, we have the plum heel tie-dye canvas around the heel and the light green, outside, yeah, it's like light green on the heel and the darker lining. The tongue is also out of canvas in a multicolor colorway. And the colorway is a multicolor lemon wash, and the lemon wash you will find on the laces, on the rubber swoosh and on the rubber heel. So the Dunk Low Community Garden is from the Move to Zero Nike campaign, so there are a lot of recycled materials on these pairs or on every pair, like the tie-dye canvas and of course the midsole and the rubber outsole. As you can see, the rubber outsole is like out of a lot of different rubber material. That's the reason why you got these spots on it. So yeah, I would say that's it. The release is on September 10th. It's a raffle release. You will find the raffle link in the info box. It's for €99.95. Europe only, no US release. I'm sorry for that, but that's it. So it is like it is. I would say thanks for watching. See ya to the next, or with the next unboxing. Peace.